Herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Wir treffen am Sonntag auf die Austria um 17 Uhr bei uns zu Hause in der Merkur Arena. Ich darf bei mir begrüßen unseren Cheftrainer Nestor Maestro und Kevin Friesbichler. Wie immer die Ticketinformation: 9000 Tickets sind weg. Es gibt auch vorausschauend auf das Salzburg-Spiel eine Ticketaktion, nämlich alle Tageskartenbesitzer und Abonnenten bekommen einen ermäßigten Buspreis auf die Bustickets für das Auswärtsspiel in Salzburg. Außerdem auch eine News von unseren Fans. Es gibt immer die Spendenaktion Schwarze Helfen über Weihnachten bzw. über die Winterzeit. Da wurden 61.700 Euro gesammelt. Das heißt, seitdem es diese Aktion gibt, gesamt über die Jahre hinweg, wurden bis jetzt 150.000 Euro gesamt gesammelt. Auf unserer Website findet man die genauen Spendenziele. Nestor, die Austria am Sonntag. Für uns ist es eigentlich schon Punkte sammeln für die Meistergruppe. Nach diesem Sieg gegen die Admira, wie wichtig wäre jetzt endlich diese Serie zu starten? Der nächste Spiel hat immer eine große Bedeutung und ist gefühlt das Wichtigste, also für uns ist psychologisch das Wesentliche, dass wir es hinbekommen, dass wir dieses Spiel der Grunddurchgangs wie Anfang der Playoffs für uns annehmen und so auch gestalten. Also auf keinen Fall wollen wir die letzten beiden Spiele als eine Art Bonusspiele sehen. Also wir sind in der Meisterrunde drin und ich hoffe, dass es für uns die Meisterrunde auch jetzt losgeht, psychologisch. Kevin, du warst eigentlich die logische Auswahl für die Pressekonferenz, haben die Austria erwartet. Welche Erinnerungen hast du an deine Zeit bei der Austria und wie charakterisierst du die Austria jetzt vorausschauend auf das Spiel am Sonntag? Ja, Erinnerungen sind natürlich positiv wie auch eher weniger positiv da. Haben einen zweiten oder einen dritten Platz erreicht in meiner Zeit, wo ich natürlich sehr positiv darüber zurückblicke. Charakterisieren ist, glaube ich, schwer in dieser Saison. Schwer reingekommen, viel gewechselt, viele Spiele ausprobiert, viele Systeme ausprobiert. Nichtsdestotrotz denke ich, dass sie sich in den letzten Monaten gefestigt haben. Ich denke, dass es nach wie vor eine sehr gute Mannschaft ist, die einfach ein bisschen braucht hat, bis sie reinkommen ist in die Saison. Und ich denke, unterschätzen werden wir sie auf keinen Fall, aber Fakt ist, dass wir das Spiel gewinnen wollen am Sonntag, wie du auch schon gesagt hast, weil für uns zählt es um Punkte in der Meistergruppe. Dankeschön, ich bitte um Ihre Frage an die beiden, das Mikro dürfte irgendwo. Trainer, die Ausgangslage ist ja ideal, oder? Die Austria muss unbedingt gewinnen, ihr könnt abwarten und Tee trinken quasi. Genau der falsche Ansatz, finde ich. Also wir wollen das Gegenteil machen. Also nicht abwarten. Also wenn Sie jetzt taktisch meinen, abwarten, das sind jetzt die spezifische Frage, die ich und ich glaube keiner Trainer so richtig antworten mag, zwei Tage vorm Spiel. Ich finde, wir müssen und wollen auch unbedingt gewinnen. Wir haben zum Glück andere Gründe dafür, aber auch wichtige Gründe. Unsere Fans haben sie sich verdient, zum Beispiel ein tolles Spiel gegen einen großen, namenhaften Gegner zu sehen. Es ist jetzt nicht derselbe Druck wie eine letzte kleine Chance wahrnehmen für die Qualifikation. Das haben wir bereits getan, aber es ist für uns Motivation genug. Herr El Maestro, die Austria muss auf Madl und Grünwald verzichten. Inwiefern wird sich das auf Ihr Spiel auswirken? Schwer zu sagen, weil diese beiden Spieler überwiegend diese Saison gespielt haben. Es gibt jetzt wenig Vergleich mit und ohne. Sind natürlich sehr gestandene, erfahrene und namenhafte Spieler. Allerdings ist die Siegsquote mit Madl und Grünwald jetzt auch nicht überragend gewesen dieses Jahr.
und ich habe leicht Respekt von einer noch, sage ich mal, frischere, neuere, jüngere Mannschaft, die vielleicht noch motivierter ist, die dann gegen uns wahrscheinlich auftreten wird am Sonntag. Also sicherlich auf dem Papier ist das kein Vorteil für die Austria, aber warte ab. Trainer, Fakt ist aber, dass ihr eigentlich befreiter, also vom Kopf her befreiter aufspielen könnt, weil ihr fix in der Meistergruppe seid. Wird man das auf dem Platz vielleicht sehen, dass da irgendwie ich weniger hoffe, Druck ist, ja, gelöster? Ich sehe das Gegenteil. Also ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Also ich verstehe die Logik. Ich verstehe absolut die Logik bei beiden Fragen. Und bei vielen Mannschaften ist das der Fall. Bei uns ist gefühltes Gegenteil wahr. Also da, wo wir deutlich unter Druck standen, wie jetzt zum Beispiel letzte Woche. Es war jetzt kein angenehmes Spiel, auch für mich persönlich. Da haben wir immer unser bestes Gesicht gezeigt. Und immer dann, wo es so wie aktuell und hier ist es außergewöhnlich, wie oft sich die Stimmungslage ändert. Also nach jedem Spiel gefühlt, es ist brutal gefährlich. Also wir haben einmal jetzt gewonnen und plötzlich heißt es, was jetzt befreit aufspielen, was befreit. Wir hängen unseren Erwartungen hinterher. Das ist für uns ein Riesenspiel, das wir unbedingt gewinnen wollen. Und meine Mannschaft, wie ich sie kennengelernt habe, ist in solchen Spielen besser. Sie haben den psychologischen Aspekt schon angesprochen. Gerade gegen die Austria, gegen einen Wiener Verein. Für die Fans wäre das natürlich psychologisch enorm wertvoll, weil die freuen sich immer, wenn man einen Wiener Verein irgendwo aus dem Rennen werfen kann. In dem Fall ums Rennen um die Meistergruppe. Geht es euch da ähnlich auf der Trainerbank und am Spielfeld? Nein, also ich freue mich immer, wenn die Fans sich freuen. letztendlich ist das, auch wenn jetzt kein direkter, schon ein großer Einfluss im Gesamtgefüge des Vereines, also besonders eine so wie unsere. Ich schaue auf jedes Spiel ziemlich gleich. Also es sind immer 3 Punkte, auswärts oder zu Hause. Ich weiß, die Fans freuen sich besonders beim Heimspiel gegen Wiener Verein. Aber es sind trotzdem ja nur 3 Punkte. Also ich persönlich freue mich jetzt oder leider bei jedem Spiel ziemlich gleich. Kevin, ihr Spieler könnte ja da großen Einfluss auf die künftige Tabelle in dieser Saison nehmen am Sonntag. Ja. Also, wie geht ihr damit um? Ist das auch eine Genugtuung, einen Wiener Verein da zu schlagen? Weiß jetzt nicht, ob es eine Genugtuung ist für uns. Also ich glaube, dass wir uns auf uns konzentrieren sollten und nicht da schauen sollten, dass wir die Austria ja unten behalten. Ich glaube, wir sind gut dabei beraten, wenn wir auf uns schauen, wenn wir unseren Weg durchziehen. Und wir haben jetzt, glaube ich, 12 Endspiele, auch wenn es dann unterm Strich dann nur 10 sind. Aber ich glaube, dass man die 2 schon auch dazu zählen kann, weil es einfach um Punkte geht. Und es geht nicht nur nach der Punkteteilung um Punkte, sondern auch jetzt. Weil wenn wir 6 Punkte mehr haben, sind es trotzdem auch 3 mehr. Und ich glaube, dass wir in jedes Spiel sowieso so reingehen, dass wir das gewinnen wollen. Aber ist auch bei diesem der Fall. Und geht es jetzt weniger darum, dass die Austria unten bleibt, sondern eher, dass wir um 3 Punkte mehr nach dem Spiel am Konto haben. Kevin, warum hast du dich dafür entschieden, zum SK Sturm zu wechseln und wie hast du dich eingelebt? Ich habe mich grundsätzlich gut eingelebt, weil ich ja von da bin. Mit dem Spiel auch, ja, verstehe ich mich gut. Trainerteam, also einen Trainer kenne ich eh schon ein bisschen länger. Und ja, mich dafür entschieden, weil es einfach richtig geiler Verein ist, weil ich heiß drauf bin, auch einmal in meiner Heimat zu spielen. Ich bin jetzt, habe ich schon bei vorigen Interviews gesagt, ich bin jetzt nicht nur da, weil ich in meiner Heimat bin und weil ich mich jetzt freue, dass ich da bin, dass ich meine ganzen Freunde da habe. Bin jetzt da, dass ich schon was erreiche mit dem Verein und auch für mich persönlich was erreiche. Das ist mein großes Ziel und deshalb bin ich sehr froh, dass ich da sein kann. Könntest du vielleicht kurz beschreiben, was für ein Spielertyp du bist, wo so
deine Stärken und Schwächen liegen? Das ist immer wunderschön, ja. Ja, ich würde sagen, ich bin ein Stürmer. Also im Normalfall weiß ich, was da steht. Im Normalfall habe ich einen guten Abschluss. Kann auch für die Mannschaft arbeiten. Ja, Schwächen kann man beides dazu erzählen. Wenn es nicht läuft, habe ich keinen guten Abschluss. Und vielleicht an meinen rechten Fuß arbeiten und auch vielleicht mannschaftsdienlicher werden. Also ich glaube, dass da vielleicht andere dastehen würden. Vielleicht da zu meiner Rechten meinen Trainer fragen, was meine Stärken und Schwächen sind. Das wäre, glaube ich, gescheiter, wie wenn das ich selber beantworte. Also, was sind seine Stärken und Schwächen? Ich glaube, dass der Kevin ein durchaus bekannter Spieler ist in der österreichischen Bundesliga. Er war immer ein guter und also ich musste jetzt nicht besonders lange schauen, als sich die Möglichkeit ergab, Kevin zu holen. Ist ein bisschen reifer geworden im Vergleich zu jetzt, vor ein paar Jahren, wo wir noch zusammen waren. Ich finde auch ein bisschen mannschaftsdienstlicher, wie du schön sagtest, als damals. Das ist auf jeden Fall ein Bonus. Kevin, du musst ja eigentlich spielen, weil du kommst ja aus Weiz und da ist Hartberg jetzt nicht ganz so weit weg. Man könnte mit einem Sieger Schützenhilfe leisten. Das wäre ja irgendwie aufgelegt für eine tolle Geschichte, oder? Was hat das jetzt genau mit mir zu tun? Also ich hab's davor schon gesagt. Natürlich wollen wir das Spiel gewinnen. Ich will es gewinnen, der Trainer will es gewinnen und ich glaube auch jeder, der ins Stadion kommt, will, dass wir das Spiel gewinnen. Geht es jetzt weniger darum, ob ich aus Weiz komme oder ob ich aus Klagenfurt komme. Naja, aber die Schützenhilfe für Hartberg wäre auch gegeben. Ja, interessiert mich relativ wenig, muss ich sagen. Also wie ich schon vorher gesagt habe, wir wollen das Spiel gewinnen, dass wir 3 Punkte mehr haben und nicht, dass die Austria 3 weniger hat oder Hartberg im Playoff ist. Weitere Fragen? Wird es Änderungen geben? Aplovitis zurückkehren in die Mannschaft? Also Aplovitis ist voll fit, hat die Woche komplett trainiert, schmerzensfrei und daher bis jetzt immer, wenn nicht gesperrt oder verletzt hat, gespielt hat, ist davon auszugehen, ja. Weitere Fragen? Wenn es keine mehr gibt, danke ich fürs Kommen und alles Gute am Sonntag.